Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holzfäller-Tycoon. Ja, es leuchtet schön. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare von euch, wo wir die Neon-Kabel sozusagen erforscht haben, geguckt haben, wie die Farben sind. Und es haben sich echt viele, viele, viele dafür ausgesprochen. Eigentlich für die Farben, die ich selber auch sehr schön fand. Und zwar das Lila und das Hellgrün gefällt mir am besten. Mit den Farben werden wir definitiv was machen. Ist jetzt nicht so, dass wir mit den anderen Farben nichts machen. Aber die werde ich erstmal fokussieren, weil das Lila ist sehr schön. Und das Grün finde ich noch eine Schippe besser. Weiß, das würde ich dann eher so in Richtung Lager und so weiter machen, weil das hat halt eine echt helle Farbe. Ja. Und apropos kräftig, bei uns regnet es gerade. Wie aus Kübeln. Also wenn ich mitten in der Aufnahme weg bin, dann hat sich mein Equipment verabschiedet, weil der böse Blitz ins Haus reinflog. Wir hoffen es nicht. Und ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir letzte Mal stehen geblieben sind. Und zwar Häuslebau. Gut. Weiter geht's hier mit den kleinen Hölzern. Dann geht's weiter mit dem Flur hier. Zack. Ja, ich bin, wie gesagt, ich nehme gleich die nächste Folge nach der anderen auf. Bedeutet, kann just in dem Moment eure Kommentare, ob ihr Ideen habt, was man hier noch selber bauen kann in der Wohnung, in dem Haus, kann ich leider noch nicht lesen, wenn es welche gegeben hat. Denn, wenn denn, schreibt ihr diese erst in den nächsten Minuten. Aber wie gesagt, wir brauchen ja ein paar Folgen hierfür. Und da sollte das auf jeden Fall schon klappen. Wenn ihr denn schöne Ideen habt. Na? Jetzt. Ich hoffe, aber was heißt hoffen? Ich brauche gar nicht hoffen. So viel Glas habe ich da unten gar nicht liegen. Heißt, wir müssen da auch nochmal auf jeden Fall los und neue Fenster kaufen. Aber gut. Da wir eh nochmal rüber müssen, über die Brücke, um ja, die Blueprints zu holen für die Wohnung sozusagen hier, für die einzelnen Bauteile, dann kann man ja auch gleich vorbei? Nee, Stau. Oh. Kann man ja gleich noch ein paar Scheibchen kaufen. Oh, was ist hier schon wieder los? Wer drängelt hier? So, jetzt funktioniert es gut. Oh, das ist auch ein schönes großes Stückchen hier. Na. Oh, nee, dich legen wir mal hin. Nicht, dass wir da wieder ein Stauproblem bekommen. Ja, das geht schon schön voran hier. Ein Dank, dass so viele fleißige Bienchen bei mir waren. Ansonsten hätte ich jetzt echt lange gebraucht, um so viel Holz hier zu haben. Na, warum willst du denn nicht? Er möchte nicht. Er möchte nicht. Na gut. Oh ne, falsche Richtung. Zack. Er möchte echt nicht. Hm, keine Ahnung. Gibt ja selten einen Fehler hier in dem Spiel. Aber gut. Kostenlos. Das beschert uns seit Monaten Freude. Also daher alles im Lot. So, das sollte erstmal reichen an Holz. So, wie viel haben wir denn da jetzt gehabt? 60%. Reicht das? Das reicht.
So, haben wir hier was Kleineres? Ja. Den könnten wir halbieren. Und ich habe immer noch nicht meine Makro-Taste eingestellt, beziehungsweise das Programm geöffnet. Eieiei. Wollte ich eigentlich zwischen den beiden Folgen machen. Pustekuchen. Aber ich denke, wir werden nicht sterben, wenn wir jetzt zwei Folgen mal den Finger haben arbeiten lassen. So, wir nehmen mal den großen. Ich glaube, da sind wir besser mit bedient. So, haben wir hier noch irgendwas Kleines? Naja, relativ klein. Daraus könnten wir vielleicht drei Stücken machen. Da wird irgendwie nur jeder zweite Schlag gezählt. Schade. Meine Güte, die Welt geht da draußen unter. Zum Glück bin ich hier im Büro. Meine Güte. So, Nummer 1 und Nummer 2. Nein. Ach nö. Das war so nicht geplant. Aber hat zumindest geklappt. Ja, ich wollte euch auch mal das Haus von der Seite zeigen. Schön. Oh wei, oh wei, oh wei. So, da sind wir wieder. Als wäre nichts geschehen. Zack. Ja, an den Kommentaren in den letzten Videos kam öfter mal, wann ich mal wieder einen Stream mache. Player, mach mal einen Stream. Ja, liebe Leute. Wenn ich Zeit habe. Oh, 88%, wow. Ich habe im Moment so viel zu tun mit den ganzen Videos und den ganzen Projekten, die laufen. Boah, 94%, ey. Da wird's schwierig, aber sofern ich mal ein bisschen Zeit über habe, dann werden wir das auf jeden Fall wieder machen. Hat ja Spaß gemacht beim letzten Mal. Nur ist halt im Moment nicht die oberste Priorität zu streamen, sondern Videos zu laden. Und ja, ein Video zu produzieren tut man halt nicht mal so in einer Stunde. Daher frisst das... Oh, was ist denn hier los heute? Kein Kommentar. So, jetzt brauchen wir wieder unseren Floor hier. Zack. Ist aber auch schön, dass die einen ganz oben sind in der Liste und die anderen ganz unten. Ist hervorragend für unsere Arbeit hier.
Aber gut, da testen wir auf jeden Fall, ob die Maus noch die kompletten Funktionen hat. Zumindest was das Scrollrad angeht. So, oh, nee, falsch. Bin ich mal gespannt, wie wir jetzt hier hinkommen an die Wand. Und ob es Sinn macht hier. Ja, klar, hier kann man ja auch noch. Ja. Das riecht nach Küche hier. Schlafzimmer, Küche. Oh, mal gucken. So, ein Fenster können wir da auf jeden Fall noch hinbauen. Vierer hat da nicht hingepasst, also brauchen wir. Na. Hätte da doch ein Vierer hingepasst? Tja. Herzlichen Glückwunsch, Player. Mit den Augen klappt auch nicht mehr so. Schade eigentlich. Aber gut. Die Wand steht. Doch, wir brauchen auch wieder eine Menge Holz fürs Dach. Boah. Ja, liebe Leute, wenn ihr Lust habt, mir Holz vorbeizubringen, folgende Adresse. Wir brauchen da, glaube ich, noch ein bisschen Holz. Tja, wer so große Projekte anpacken möchte, der muss halt auch ein bisschen Holz schlagen. So ist das nun mal im Leben. Na komm schon. Heißt das 99%? 83% ist doch so der helle Wahnsinn hier heute. Das klappt. Du kommst mal da weg. Das klappt auch. Und dann kommst du dort rein. Gut. Machen wir wieder große Stückchen. Guck mal, hier haben wir noch eins. 83%. Sehr schön. Was sagt dieser hier? Der funktioniert. Die Stücke werden irgendwie gerade ein bisschen dünner. Zack. Den müssen wir erstmal klein hauen. Nicht, dass der uns den Platz wegnimmt. Und dann sich in den kleinen Blueprint reinschmuggelt. Und die Verluste sind dann enorm. Ja, da bin ich echt gespannt, wie dann die Wohnung aussieht. Ob ich den Wünschen von euch gerecht werde, ob es mir selber gefällt. Ja, das werden wir ja alles dann sehen. Komm. Rein da. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen großes Holz. Haben wir noch was hier? Eins haben wir noch da. Zack. Dann holen wir uns noch ein bisschen was. Zack. Angepackt, raufgeschmissen. Der nächste Kandidat angepackt und raufgeschmissen. Den drehen wir mal ein bisschen, nicht, dass er verkantet. Der nächste bitte. Zack. Du kommst auch noch mit. Ach, da oben ist das Stückchen. Was in der letzten Folge weg war.
Das haben wir da oben einfach hingelegt. Auch nicht schlecht. So. Brupp. So, keine Leerfahrt machen. Also Glas in die Hand und ab dafür. Hm. Soll mal jemand sagen, dass das nicht reicht von der Wohnung? Ich denke, das ist von der Größe her super. Wenn nicht sogar zu groß, müssen wir mal schauen. Umbauen können wir ja immer. Aber sieht erstmal mächtig aus. So. Außenwand steht. Hervorragend. Wunderprächtig. Jetzt geht's ran. Wie bauen wir die Räume? Ich habe mich ja irgendwie verliebt hier in diese Wand. Dass wir hier das Schlafzimmer hinmachen. Finde ich eigentlich ganz cool. Wenn ich ehrlich bin. Was für Blueprints habe ich denn schon hier? Habe ich schon irgendwas mal gekauft? Ein Stuhl, toll. Ich habe eigentlich noch gar nichts davon gekauft. Würde ich sagen, fahren wir als erstes mal dorthin. Jetzt ist es gerade noch hell. Ich kann mein Glück, wenn wir ankommen, ist dunkel. Und schauen einfach mal, tja, wie die Sachen halt aussehen. Da ja noch nicht so viel Erfahrung mit. Wie groß die sind, was es überhaupt gibt, was wir gebrauchen könnten. Und vor allen Dingen, was der Spaß kostet. Ja, der liebe Gott mag uns nicht, was die Schnelligkeit der Brücken angeht. Da wurde mir aber den einen Tag gesagt, das hängt davon ab, wie viele Spieler auf dem Server sind, wie groß deren Gebäude sind. Ja, aber wer meine Folgen von Anfang an gesehen hat, ich habe auch mal klein angefangen. Und die Brücke hat mich noch nie gemocht. Oder selten gemocht. Also mit der Größe kann das irgendwie auch nicht ganz so... Ich weiß es nicht. Aber gut. Ja, währenddessen die Brücke runterfährt... Wird wahrscheinlich die Sonne ebenso runterfahren. Wir schauen mal. Ah, die Farbe von dem LKW gefällt mir. Die hatte ich auch noch nicht allzu oft gehabt. So eine Sandfarbe. Ich finde die ganz cool eigentlich. Hat was. Wenn die Brücke am Ziel angekommen ist, könnte mich dann einer von euch wecken? Wäre unheimlich dolle. Das war der helle Wahnsinn. Aber gut, so kriegt man auch seine Sendezeit voll. Tja, zur Information, es regnet bei uns immer noch wie aus Kübeln. Oh, wir können weiterfahren. Begeisterung sprießt aus mir. So. Hoppa. So, was gibt's jetzt hier? Stimmt, Sofa und Co. muss ich mir so kaufen. Oder ein Sessel. Sessel und Couch. Zweier. Zweier, Dreier. Zweier, Dreier und eine Einer Couch. Mhm. Okay. Ich glaube, da brauche ich ja doch 140? Okay, da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Zweier. Ich glaube, da muss ich noch öfter mal kommen mit Anhänger und alles, wenn die ganzen Pakete so groß sind. 200 kostet das gute Stück. Ist auch in Ordnung, finde ich.
So, Dreier. Oh. Mit Motor sogar. Fährt von alleine. 3,20. Zack. So, was gibt's noch? Lampignon. Im Wohnzimmer gehört eine Lampe. Die machen wir neben den Sessel als Leselampe, würde ich sagen. Sehr schön. Haben wir. Was gibt's noch? Für Schlafzimmer brauchen wir zwei von diesen, würde ich sagen. Eine habe ich, glaube ich, noch zu Hause. Bedeutet, wir kaufen erstmal nur eine. Haben wir auch erledigt. Da sind Scheibchen. Da müssen wir dann nochmal herfahren wegen den Scheiben. Gucken, wie viel wir brauchen. So, was haben wir hier? Ein Ehebett oder ein Einzelbett? Na, wenn. Wir brauchen ja Platz. Wenn Mäusekind mal vorbeikommt. Also nehmen wir gleich das große hier. Mach die Kasse auf. 3,50. Tja. Zack. So, was haben wir noch Schönes? Eine Toilette. Dringend erforderlich. Nach 2 Monaten hinterm Baum ist jetzt mal Zeit, dass wir ein vernünftiges Klo haben. Dieses haben wir auch. So, was gibt es noch? Einen Kühlschrank gibt es. Sehr interessant. Brauchen wir auch. Noch haben wir ja Sommer, auch wenn es gerade regnet. Aber die Temperaturen sind ja alle noch ein bisschen über dem, was wir eigentlich zu dieser Jahreszeit hätten. Was haben wir jetzt hier? Was soll das sein? Ein Herd? Sieht nach Herd aus. Kaufen wir auch. Gott, ich glaube, ich kriege das ganze Zeug gar nicht in den LKW rein. Wird sehr interessant. Ich höre euch schon lachen. Haha, der kauft ein wie ein Verrückter und kann die Hälfte nicht mitnehmen. Ja, das wird echt ein Problem, glaube ich. So, was haben wir hier? Ach, hier ist ja alles ausgestellt. Das haben wir. Was soll das sein? Eine Spülmaschine oder? Was soll das sein? Ja. Nehmen wir mit. Aber ich finde die gar nicht so hässlich als Nachttisch oder als Nachtschränkchen, wenn ich ehrlich bin. Muss ja keiner wissen. Haben wir halt kein Wasser angeschlossen. Wenn ich irgendwann in den Kommentaren lese, dass der Küchenmaschine in sein Schlafzimmer stellt. Der wird rausgeschmissen, ist klar. Gut, was haben wir hier noch? Oh ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Oh. Domino Day. Wahnsinn. So, und ich würde sagen, wir haben mittlerweile so viel eingekauft. Der LKW ist noch nicht ganz voll. Wir können eigentlich noch 20 Scheiben mitnehmen. So, was haben wir hier noch? Das habe ich schon, das habe ich schon, das habe ich schon, das habe ich schon und das habe ich schon. Gut, wir sind durch. Schönen Tag noch, Erwin. Paul. Ja. Jetzt wird's interessant. Jetzt werden wir... Ja. Das Geschick eines Möbelpackers mal in mir versuchen zu testen. Hoffentlich erfolgreich. Ja, falls es mit der YouTube-Karriere nicht weitergeht, aber zumindest die Möbel einigermaßen gut einsortiert sind, dann, tja, wer weiß. Fange ich halt da an. Ey, was ist mein Bett los? Besser ist. Da bin ich auch mal gespannt, wie viel Holz man denn dafür braucht für die Sachen. Hab ich ja keine Ahnung. Und vor allen Dingen, wie die Farbe denn aussieht. Also, fürs Bett jetzt natürlich nicht, aber für die Sachen, wo man Holz reinschmeißen kann. Das Bett will sich nicht hinlegen. Gut, dafür ist es auch nicht gemacht. Es soll ja eigentlich
so quer auf dem Boden sein, aber gut. Es hat den Kampf verloren. Dafür kriegt es jetzt den Kumpel Herd neben sich. Der will auch nicht. Gut, dann kommst du dahin. Was ist denn da hinten los? Sah nur gerade so aus. Kühlschrank. Wichtig. Auch zu groß. Gut. Aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Mit dem Platz. Was sag ich schon, wir hätten noch 20 Scheiben mitnehmen können. Achso, das ist ein Blueprint, oder? Den kann ich ja lernen. Ja. So. Naja. Alles gut. Alles gut. Wer hätte es gedacht? Passt doch eine Menge in dem LKW hier rein. Hm. Ja, die Brücke tue ich euch jetzt nicht mehr an. Ich würde sagen, für diese Folge reicht es erstmal. Ich bringe jetzt den ganzen neuen Krempel mal aufs Grundstück. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir kreieren die einzelnen Räume und bauen diese Stück für Stück auf. Bin ich sehr gespannt drauf, wie kreativ wir da sind. Und ja, ich bedanke mich wieder bei euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.